Einen schönen guten Morgen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Ja, gestern bewegte sich der DAX die meiste Zeit des Tages im negativen Bereich. Am Nachmittag half ihm dann jedoch die Wall Street auf die Sprünge und so erzielte der DAX schließlich doch noch ein Plus von 0,26%. Er schloss dann bei 10.921 Punkten. Wie gewohnt geht's jetzt nach Frankfurt, unser Blick an die Börse Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Schönen guten Morgen, Viola. Ja, was könnte uns denn heute erwarten? Nimmt der DAX vielleicht die 11.000-Punkte-Marke ins Visier? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht für den Start nach nicht so wahnsinnig viel Schwung aus für den DAX. Also ein paar Pünktchen plus, aber nicht so irre viel Bewegung. Die Vorgabenseite, die sieht ganz freundlich aus. Aber immerhin, du hast ja auch gesagt, gestern hat uns letztlich die Wall Street auf die Sprünge geholfen. Aber auch da hatten wir unterschiedliche Stimmungslagen, weil einfach verschiedene Themen gerade den Markt bestimmen. Einmal weiterhin natürlich das Thema USA-China. Und da eine gewisse Ernüchterung, die man gestern gesehen hat an den Märkten, weil Durchbruch haben wir noch keinen gesehen. Positive Signale alleine reicht eben auch nicht unbedingt. Dann ist natürlich das Thema Stillstand in den USA, also Government Shutdown, das große Problem. Donald Trump möchte diese Mauer zu Mexiko, die anderen aber nicht. Wie geht es da jetzt weiter? Dann gab es aber auch noch eine Rede des Fed-Chefs, die viel beachtet wurde. Also es sieht so aus, als hätte die US-Notenbank es trotzdem nicht so wahnsinnig eilig mit den Zinserhöhungen. Und ja, aus der Mischung hat der Dow dann gestern was Positives gemacht. Der DAX hat sich am Nachmittag immerhin ja dann doch auch noch angeschlossen. Und die asiatischen Börsen sind heute Morgen auch in Grün unterwegs. Also bei den Vorgaben viel Grün, aber so wahnsinnig viel Schwung scheint jetzt von den Indikationen her der DAX heute Morgen trotzdem nicht zu haben. Vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Soweit also der Ausblick auf den Handelstag. Wir machen weiter mit der Marktidee. Das ist heute der Dow Jones. Der Dow Jones, der hatte ja im Dezember eine äußerst schwache Phase erlebt. Zinsängste und der Handelskonflikt zwischen den USA und China ließen den US-Leitindex abrutschen. Seit Jahresbeginn sieht es jetzt aber wieder deutlich besser aus. Gestern erreichte der Kurs eine wichtige Widerstandszone. Erfahren Sie mehr dazu in einer ausführlichen Chartanalyse. Wie gewohnt finden Sie diese unter www.ideas-daily.de. Ja, und am Montag sehen wir uns wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.